willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars. Und mal ganz ehrlich, ist das nicht ein wunderschönes Bild? Das sieht doch mega cool aus, muss man sagen. Ich glaube, da hinten, wo dieses Lagerfeuer ist, hier hinten, glaube ich, ist die Wegmarke, wo wir, glaube ich, herkamen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall hoffe ich, du freust dich auf diesen Part. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sind im letzten Part bei Timmy gewesen, haben ein paar Informationen gesammelt, beziehungsweise bekommen von ihr. Wir waren an einer Holo-Kampf-Arena mit Bein, haben ein paar Daten gesammelt. Wir wissen, dass Primordus aktiv, der ja von Zaitan irgendwas genommen hat und von Mordremos. Daher sind diese Zerstörer jetzt auch anders, als wir sie kennen. Und wir haben rausgefunden, durch Bram, der uns einen Brief geschrieben hat, dass Jormag aktiv ist. Das heißt, wir haben zwei Altdrachen, die zur gleichen Zeit aktiv sind und ein bisschen ihr Unfug treiben. Und dann sind wir hier auf die Glutbucht gekommen. Eine weitere Karte von Staffel 3. Und wir sehen schon hier, wir sind hier gelandet und haben hier schon ein bisschen was freigeschaltet. Beziehungsweise, nein, wir sind hier gelandet und haben die Wegmarke schon freigeschaltet. Genau, weil, oder? Lasst mich jetzt nicht lügen. Moment, wartet. Genau, hier kommt man an, weil hier ist der flüchtige, der entfesselte Magiehändler. Genau. Und wir gucken heute, dass wir ein bisschen nebenbei Karte erkunden, noch ein bisschen Story machen. Und in der nächsten Folge werden wir dann wieder mit Plüschert zusammen die Karte fertig erkunden. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Oh, wir haben wieder hier ein Erdbeben. Und der Vulkan spuckt hier das Feuer aus. Genau, wir haben jetzt wieder hier... müssen mit dem Speer Thorn sprechen. Ah genau, und was noch war? Rutlock wurde von seinen Kameraden aus der Legion, ja, abgeholt und mitgenommen, weil er sich der Befragung entzogen hat. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ein bisschen Stunk und wir gucken einfach mal, was da rauskommt. Vielleicht, wenn ich... Nein. Und wenn... Oh, dieses hundsmiserable Gerät. Bitte sagt mir, wie man es in Gang kriegt. Nein. Wie? Stinkige Asura wird alles kaputt machen. Ah, das ist ein Skrit, oder? Champions, ja. Was geht hier vor? Diese Skrit behaupten, das Gerät hier habe etwas mit dem wachsenden seismischen Druck unter der Insel zu tun. Wenn okay, wir nicht draufkommen, wie man es zum Laufen bringt, wächst der Druck immer weiter und irgendwann macht es... Naja, bumm, macht's dann, ne? Sagen, rums. Bumm! Oder rums. Die sind schon lustig, die Skrits, muss man sagen. Verstehe ich sowieso nicht, was diese Kreaturen vor sich hin brabbeln. Dieser Felskopf, von dem sie sprechen, weiß mehr. Aber sie lassen mich nicht nah genug ran, um zu fragen, wie diese verflixte Maschine funktioniert. Lasst mich mit ihnen sprechen. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich hoffe, das werdet ihr, Kommandeur. Die Zeit wird langsam gefährlich knapp. Okay, sprecht mit quasi Aester Matt Dings. Okay, wir müssen weiter in diese Richtung. Haben wir hier irgendwas auf dem Weg, was wir noch holen können? Wir haben hier die Sehenswürdigkeit. Nee, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf direktem Wege weiter und gucken einfach mal. Aber man kann auf den Karten auch gut mit dem Schakal, mit dem Raptor oder mit dem Springer unterwegs sein. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich muss sagen, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mit der Himmelsschuppensammlung über die neue Sammlung, man hat ja jetzt rein theoretisch zwei Möglichkeiten, über die Himmelsschuppe ranzukommen. Und ich freue mich da schon sehr, weil ich habe ja noch einen zweiten Account und da werde ich mich da mal dran wagen und mal gucken. Dann habe ich nämlich den direkten Vergleich mit der älteren Sammlung, so wie wir es vorher gemacht haben, die meiner Meinung nach sehr, sehr zeitintensiv, sehr, sehr ressourcenintensiv und wirklich einen die Nerven geraubt hat, sage ich jetzt mal. Wenn man nicht von Anfang an an die Ressourcen gedacht hat, wie wir es leider gemacht haben. Wir haben diese mal schnell ausgegeben und waren da nicht so hinterher. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie das mit der neuen Sammlung klappt, wie das da ist, was man so machen muss, wie sie sich das so vorgestellt haben und freue mich da sehr. Vielleicht nehme ich euch da auch mit, falls sich jemand dafür interessieren sollte, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und falls dir die Folge gefällt und falls dir das generell gefällt, Guild Wars hier mitzugucken, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Like natürlich freuen. So, wir sind jetzt hier gelandet und quatschen den mal an oder sie. Lasst mich durch, ich muss mit dem... Felskopf sprechen. Nein, so geil. Niemand sieht Felskopf, ohne dass Skrit es sagen. Nur Freunde von Skrit. Seht mal, ich muss mit diesem Felskopf reden, den ihr versteckt, und zwar schnell. Wie verdiene ich mir euer Vertrauen? Helft den Skrit. Ja, rettet Skrit vor Feuer. Bewaffnet Skrit gegen Zerstörer. Werdet Freundin von Skrit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Heißt, es hat wieder hier was mit dem...
Herzchen auch zu tun. Man wird da direkt so ein bisschen an die Herzchen rangeleitet. Und zwar haben wir einen Skrit bewaffnen und einen gestrandeten Skrit. Die liegen hier irgendwo bei dem Feuerzeug hier rum. Moment, wir können ja mal gucken, ob wir hier einen finden. Da, gestrandete Skrits und ohnmächtige Skrits. Die muss man sich dann nehmen und über die Lava zurückbringen. Genau, ich würde sagen, wir zerstören aber mal hier dieses Ding, dass wir ein bisschen den Weg frei haben. Und irgendwas kann man auch mit diesem Waffenlager machen, indem man die, glaube ich, damit dann bewaffnet. Nicht. Genau, man wedelt dann da rum und dann kommen da, genau, hier kommen die Skrits dann angewüselt. Und wir gucken uns mal hier diesen versteinerten Stumpf an. Genau, da kriegt man entfesselte Magie und ich zudem noch flüchtige wegen meinem Werkzeug. Okay, ich würde sagen, wir... Wieso kann ich denn nicht durch? Wir gehen dann nochmal hier und holen uns... Wobei, das ist was anderes. Und hier ist auch ein Event, was man für irgendeine legendäre Sammlung braucht. Und das ist so nervend, weil es leider nicht in der Wiki steht und in dem Event-Timer, dass man gucken kann, okay, zu welcher Stunde, zu welcher Zeit. So, wir haben jetzt einen gestrandeten Skrit und müssen den, ich glaube, in diese Kojen bringen. Genau, und wir haben hier einen Pfeil, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Das finde ich sehr gut gemacht. Und... Bleib zurück! Bleib zurück! Ja, okay, also wir müssen die da dann hinlegen, damit die auf jeden Fall wieder ganz gemacht werden. So, da hinten haben wir noch einen gestrandeten Squid. Oh mein Gott, das kann knapp werden. Hilfe! Okay, oh, das war knapp. Okay, wir müssen erstmal warten, dass mein Leben wieder hochgeht. Kann ich mit denen auch außen rumrennen? Ja, guck mal, das ist doch viel besser. Aufgeladen. Dann gehen wir hier hin. Und so rum. Guck mal, da ist auch jemand, der das Herzchen macht. Oder? Hast du auch so einen Skrit auf den Armen? Ja, ne? Glaub schon. Tju. Und ab in die Koje. So. Dann haben wir da hinten noch ein Waffenlager. Das können wir uns noch schnell machen. Feuer! Okay, dann bewaffnen wir die mal. Dann fehlt uns nämlich nur ein Waffenlager. Und ich muss sogar noch kaputt machen. So, und wir brauchen noch einen gestrandeten Squid. Wo kommst denn du auf einmal her? Sehe ich ja eben erst. Okay. Ist das eine gute Höhe? Können wir das schaffen? Ja, das war knapp. Das war knapp, okay. Um sicher zu gehen, dass wir das hier sterbi machen, gehen wir wieder außen rum. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr auf den ganzen alten Karten, sage ich jetzt mal. Weil man so eine bestimmte Routine hat, man ist auf bestimmten Karten leider nur noch, macht WVW zwischendurch. So, okay, die haben wir fertig. Jetzt müssen wir Skrits bewaffnen. Ich glaube, da hinten ist ein Waffenlager. Und wir müssen einen ohnmächtigen Skrit wecken. Hier ist das Waffenlager. Und... So, unser Herz ist auf jeden Fall fertig, aber wir haben noch nicht die Aufgaben fertig. Wo sind ohnmächtige Skrits? Wir begeben uns mal auf die Suche. Nun, wenn ich welche habe, melde ich mich gleich zurück. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal hier das Panorama an. Das ist doch eine Idee. Und dann gucken wir, dass wir die ohnmächtigen Skrits finden. Ja, guck doch mal, wie die Zerstörer aussehen. Und da ist ein Riesensprungrätsel, was man ohne irgendwie zu teleportieren, ohne zu sterben. Am besten macht man das mit 2, 3 Messmann oder mit dem Necro, der hat auch so ein Portal. Oder es gibt aus dem Raid auch noch ein Portal, was man nutzen kann, was man machen muss. Da gibt es nämlich krasse Herausforderungen und auch für
die auch wieder für irgendwelche legendären Waffen braucht man das. Aber wo sind dann diese ohnmächtigen, nee, doch ohnmächtigen Squids? Genau, hier kann man das Bündel wieder kaufen. Man sieht dann hier Squid-Abteilungsvertrag. Man kann sich hier Werkzeug holen und ein Mini-Piraten-Dingsbums. Ein kleiner Squiddy haben wir dann. Das ist der, den man fürs Event machen muss. So, wo sind jetzt... Ja, okay, Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, ob da die ohnmächtigen Squids sind. Genau, dieses Event. Also wenn ihr den irgendwo mal sehen solltet, guckt, dass ihr alle möglichen Sammlungen frei habt und macht den mit. Also jetzt ist es gerade bei mir zur Sommerzeit 9.07 Uhr. Da ist er gekommen. Der macht dann so bestimmte Sätze, die er macht. Und kommt dann erst raus. Aber wo sind diese Squids? Da ist ein ohnmächtiger Squid. Okay, die liegen hier dann scheint's rum. Okay. Dann müssen wir hier nochmal hier lang wuseln. Entschuldigung, muss ich aber. Haben wir hier noch... Ah, da ist ein ohnmächtiger Squid. Okay, also die sind ein bisschen versteckt. Wer da? Okay, wir haben's. Kehrt zum quasi erst Matt-Dings zurück. Okay. Haben wir doch geschafft. Es ging doch echt gut. Ich habe getan, was ihr wolltet. Darf ich jetzt durch? Gut, ja gut. Squids sind mehr sicher, mehr stark. Kommt nur, kommt nur. Okay, genau. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, man kriegt den 100% Kartenabschluss auch nur, wenn man an einem Tag alle vier Herzen mitmacht. Danach hat man die für die 100%, auch wenn dann die Herzen hier 0 von 5 steht. Aber ich meine, man muss die an einem Tag alle machen und hat dann die 100% Karte. Heißt, ich muss gucken, dass ich heute irgendwie noch die Karte erkunde, sonst muss ich die Herzen zweimal oder dreimal machen. Mit offenem Mund anstarren oder kann ich etwas für euch tun? Tut mir leid, aber... Ey, du bist... guckt mal. Oder der Rest von einem. Das habt ihr aber schön gesehen. Bin begeistert. Mein Name ist übrigens Roban... Nicht, sieht aus wie Okten oder wie der heißt, ne? Ich habe gerechnet, einen von euch hier draußen zu treffen. Ich dachte, die Zwerge seien im Kampf gegen Primordus ausgelöscht worden. Wenn ihr wirklich an Geschichtsnachhilfe interessiert seid, kann ich sie euch geben. Nachdem ich mich um die bevorstehende Krise gekümmert habe. Ich habe Inseln zu retten. Und das mit dem bisschen Körper, was mir geblieben ist. Krise? Mhm. Geht es um die Erdbeben? Was geschieht denn mit den Inseln? Unter diesen Inseln baut sich eine Flut magischer Energie auf. Diese Energie fließt direkt in den Vulkan. Meine Brüder und ich kümmern uns schon seit Jahren darum. Wir nutzen vier Apparate, um den Druck abzubauen und den Ausbruch hinauszuzögern. Dann tauchten Primordus und seine verflixten Zerstörer auf, vernichteten die Maschinen, töteten die anderen Zwerge. Mich haben sie auch fast umgebracht. Aber ich stehe noch, wenn man so will. Und wenn die Maschinen nicht bald wieder laufen... Dann fliegen die Inseln in die Luft. Und oh mein Gott. Na, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Die würden ja mit in die Luft fliegen, oder? Ich habe einen Apparaten gesehen. Wie kann ich ihn aktivieren? Wenn es wahr ist, was ihr sagt, müssen wir rasch handeln. Die Maschinen sind auf uns Zwerge abgestimmt und reagieren auf niemand anderen. Es sei denn... Ah, ich hab's. Was Nehmt hat er? Meinen Daumen. Was? Euren Daumen? Ja, da auf dem Boden. Wo? Benutzt ihn zum Aktivieren der Maschinen. Das ist der Vorteil, wenn man in Stücke gesprengt wird. Man ist teilweise tragbar. Ihr solltet euch vielleicht beeilen. Die Maschinen sind längere Zeit nicht gelaufen. In Inseln bleibt nicht viel Zeit. Wo ist sein Daumen? Ah, da. Okay, kehrt zum Dings zurück. Okay, sie ist hier. Okay, wir haben jetzt einen Daumen dabei. Jetzt fühle ich mich nämlich ziemlich komisch, mit so einem Daumen rumzulaufen. Okay, auf jeden Fall. Ah, jetzt sind wir wieder bei diesen Kapseln. Okay. Ich habe gerade Felskopf getroffen. Die Überreste eines versteinerten Zwergs, wenn ihr mir das glauben könnt. Einen Zwerg? Hochinteressant. Und konnte dieser Zwerg irgendetwas Erhellendes zu unserer misslichen Lage sagen? Wenn diese Maschinen nicht bald zum Laufen gebracht werden, löst die Magieflut unter den Inseln eine verheerende Eruption aus.
Sie können nur durch die Berührung eines Zwergs aktiviert werden. Mhm. Zum Glück gab mir der Zwerg seinen Daumen. Sein Daumen? Das ist beunruhigend, aber auch irgendwie logisch. Ich dachte mir schon, dass es irgendeinen Trick geben müsste. Da der Zwerg euch sein ein Stück von sich anvertraut hat, lasse ich euch den Vortritt. Das scheint funktioniert zu haben. Okay. Wenn man bedenkt, dass wie ich die krass, ganze das sieht aus wie so ein Auge. Einen abgefallenen Steindaumen gebraucht hätte. Der Zwerg sagte, es seien 4 solche Apparate über die Insel verteilt. Wisst ihr, wo die anderen sind? 4 Stück, was? Also ich glaube, einer der anderen Forscher hat an der Westküste einen ähnlichen Apparat entdeckt. Okay. Im Krater ist noch eine. Ich bin mir nicht sicher, wo die 4. ist. Vielleicht weiß es jemand von den anderen. Viel Glück, Kommandeur. Okay, aber wir haben den ersten schon mal aktiv und haben einen Hinweis das auf die anderen wohl bekommen. Macht euch in den westlichen Teil der Insel auf. Okay. Und zwar müssen wir hier hin. Wir porten da jetzt hin. Die Wegmarke haben wir schon frei gemacht bekommen. So weit hier draußen? Ein Zirkus auf den Feuerinseln. Ja. Das muss ich mir näher ansehen. So, wir gucken uns jetzt erstmal das Panorämchen an. Ja, tatsächlich ein Zirkus. Wie krass. Es sind sogar so Puppen mit so komischen Pferdchen. Wie krass. Wie krass. Okay. Wir haben 3 von 7 Panoramen, 9 von 23 Sehenswürdigkeiten, 3 Herzen fehlen uns noch und eine Wegmarke und 4 Panoramchens. Okay. Was wir jetzt noch in der Zeit schaffen, schaffen wir. Wenn nicht, nächste Folge. Kundschaft! Echte Kundschaft! Moment mal, ich bin gar nicht vorbereitet. Willkommen beim ersten und einzigen Zirkus der Glutbucht. Hier werdet ihr Zeugen der größten Wunder, die Tyria zu bieten hat. Wollt ihr eine Eintrittskarte? Keine Zeit im Moment. Ich suche nach einem uralten Gerät, hergestellt von Zwergen. Es soll hier in der Nähe eins geben. Kennt ihr es? Auf der Suche nach altem Zeug, ja? Ich habe da ein Stück, das euch interessieren könnte. Weiß nicht, ob es von Zwergen stammt, aber alt ist es jedenfalls. Ich könnte mich breitschlagen lassen, euch kostenlosen Eintritt zu gewähren, wenn ihr mir bei der Arbeit helft. Ansonsten kommt ihr nur mit Karte rein. Hier ist meine Karte. Wenn ihr mich nicht zu der Maschine lasst, fliegen die Feuerinseln in die Luft mitsamt eurem Zirkus. Oh, naja, oh Gott. Ich schätze, das Protokoll können wir heute mal außen vor lassen. Geht nur rein. Seht euch eines der größten Mysterien der Glutbucht an. Okay. Ui, okay. So, jetzt sind wir am anderen Ende. Ah, da ist das Teil, okay. Fehlen nur noch 2 Maschinen. Nächster Punkt auf der Liste. Der Krater. Alles erledigt. So. 2 von 4 haben wir. Jetzt müssten wir hier hinter in das Riesen Labyrinth aus Lava und Asche. Okay. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, wenn wir hier irgendwas haben auf dem Weg. Lasst mich mal kurz gucken. Wir haben hier unten noch eine Sehenswürdigkeit, die würde ich dann aber auf dem Rückweg holen. Und dann machen wir nämlich, gucken, ob wir irgendwie alles in einem Schwung fertig kriegen. Zum einen die Dings. Das ist natürlich auch cool, wenn wir mit der Himmelsschuppe, jetzt dank Secret of the Obscure, die Leylinien mit der Himmelsschuppe nutzen kann. Das ist cool. Okay, stopp, stopp, stopp. Lass mich raus. Dankeschön. So, hier unten ist eine Sehenswürdigkeit und ein Panorama und ein Herz und eine Wegmarke. Okay, bevor wir jetzt hier irgendwie sterben, wie die Fliege, holen wir uns erstmal die Wegmarke, dass wir jederzeit hier wieder zurückkommen können. Genau, und hier ist auch ein Riesen-Event, meine ich, mit so einem Wurm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, da ist die Wegmarke. Das ist doch hier. Ja, ja, genau. Da kommt dann so ein Wurm irgendwie raus. Man hat dann da so 4 Roboter, die man irgendwie heilen und beschützen muss. Soweit mich mein Gedächtnis da noch dran erinnert. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Sprecht mit dem
Ah, der ist hier unten. Okay, wir gucken uns auf jeden Fall schon mal das Panorama an. Boah, das sieht so cool aus. Hui. Mega cool. Mega cool. So. Okay, ich würde sagen, jetzt sprechen wir erstmal mit dem Asura Squid. Wir lassen uns überraschen. Aufgeladen. Da. Excellent. Oh, das da ist kaputt. Ich darf nicht vergessen, Taimi zu danken, wenn wir hier fort sind. Und nun an die Arbeit. Wofür haltet ihr diesen Apparat? Das ist ein uraltes Gerät der Zwerge. Eins von vier. Und wenn wir es nicht reparieren und zum Laufen bringen, fliegt diese Insel in die Luft. Nun, ihr seid überraschend gut informiert für eine Hilfskraft. Also dann, los geht's. Diese Maschine wurde von einer vulkanischen Bombe zertrümmert, die der Krater ausgespuckt hat. Die Teile sind überall verteilt. Ich kann das Ding reparieren, wenn ich die fehlenden Teile bekomme. Und es zum Laufen bringen, indem ich latente magische Energie aus dem Krater ernte. Falls ihr wolltet und könntet, ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr beim Sammeln von Teilen helfen und mir die wilden Tiere hier vom Leib halten würdet. Das kriegen wir hin. Ich kümmere mich drum. Das kriegen wir hin. Maschinenteile sammeln. Okay, 5 Stück insgesamt. Okay, wir müssen auf jeden Fall bestimmt nebenbei die Maschinenteile. Maschinenteil. Was ist mit diesen Zwergenartefakten? Kriege ich die? Ah, die sind... Aha, das ist cool. Die sind für die Herzchen. Cool, heißt, wir machen das Herzchen nebenbei schon fertig. Aufgeladen. Zack. Haben wir hier Maschinenteil, Maschinenteil, Zwergenteil. Sammeln wir die mal alle. Man kann natürlich auch die Zerstörer zerstören. Wir machen aber jetzt mal die andere Art von Herzchen, indem wir Teile sammeln, so weit wie wir kommen. Na komm, das schaffen wir. Da kommen wir hoch. Los, los. Da kommen wir hoch. Wir müssen nur ein bisschen unseren Gleitschirm einpacken. Ja, guck mal, wir haben schon einiges gesammelt. So, wir haben 4 Maschinenteile. Das sieht doch schon mal gut aus. Und machen Herzchen Nummer 4. Und... Spür das Brennen! So. Aufgeladen. Holen wir erstmal hier das. Und gehen dann hier unten hin, genau. So. Da ist eine reichhaltige Mithrilader. Ja, die nehmen wir doch direkt mit. Na. Wie es wieder nicht will hier. So. Zwergenartefakt, Artefakt. Da unten ist anscheinend unser letztes Metallteil. Und das gehört zum Event. Genau. Ich glaube, das ist die Vorstufe von dem Event. Von dem großen Wurm, der da dann kommt. Ich meine, das war ein Wurm. Außer ich... Ich täusche mich jetzt komplett. Aber ich meine, das ist das Vor-Event, was da gerade läuft. Aufladungsstufe Relas Beta. Ja, ja, das ist das. Maschinenteil. Da ist das Maschinenteil. Okay, kehrt zum Dings zurück. Wir machen aber das Herzchen jetzt noch Flodi Karodi fertig. So. Das haben wir. Okay. Zählt ihr auch dazu? Zum Herzchen? Ja, ihr zählt auch. Sehr gut. Dann machen wir euch mit kaputt. Genau, man muss dann hier diese Stümpfe, irgendwelche Sachen sammeln und die dann in diese Dinge abgeben. Und dann hat man da seinen Beitrag, aber hier ist halt aktuell nichts los auf der Karte. Aber ich glaube, wir können ein paar Zerstörer killen. Genau, die werfen irgendwas ab, meine ich. Ich glaube, die geben irgendwas ab, was man dann an diesen
Okay, unser Herzchen haben wir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich brauche noch einen Augenblick. So, gehen wir zurück zu unserem Asura-Freund. Hello, Cha, machst du auch die Geschichte? Bitte schön. Ihr habt euch nützlicher gemacht, als ich erwartet hatte. Vielen Dank. Gerne, nichts zu danken. Maschine zu aktivieren. Wisst ihr, wo ich sie finde? Wir haben in der Mossad-Festung die Signatur eines weiteren dieser Geräte aufgespürt. Westlich von hier, nahe der Küste. Okay. Wir hätten es bereits untersucht, aber an diesem gefährlichen Ort hat sich keiner von uns getraut. Bitte sieht euch vor, Kommandeur. Okay. Okay, aber für die Folge würde ich sagen, war es das erstmal. Ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir ein Like da lässt. Falls du noch nicht abonniert haben solltest, dann, dass du gerne den Abo-Button klickst, damit du keine Videos verpasst. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann sehr, dich im nächsten Part wieder willkommen heißen zu dürfen. Da werden wir dann die Karte zu Ende erkunden. Wir haben jetzt schon 56%. Ich werde das jetzt direkt im Anschluss aufnehmen und werde hier schon mal den Punkt holen und werde dann zusammen mit dir im nächsten Part mit Blizzard die letzten paar Pünktchen holen. Sind nicht mehr viele, sondern wir haben 2 Herzen und 3 Panoramen fehlen uns noch und ein paar Sehenswürdigkeiten. Und dann haben wir es auch schon geschafft und haben die 2. Karte aus Lebendige Welt Staffel 3. So, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.